Hey, herzlich willkommen zu Place United heute. Wir freuen uns riesig, dass du heute online mit dabei bist. Wir sind so dankbar, dass wir dieses Format heute anbieten können und dass wir dich damit reinnehmen können. Und ja, wir bitten dich auch einfach, dass du dich darauf einlässt, denn Gott hat heute Großes vorbereitet und er ist nicht auf irgendeine Location beschränkt, sondern Gott kann dir zu Hause begegnen, dort, wo du heute gerade bist. Und ja, Marte, was werden wir heute vorhaben? Was sind unsere Themen, wo wir euch heute mit reinnehmen möchten? Ja, unser Anliegen ist es einfach heute gemeinsam mit euch Gott anzubeten, denn er ist wert. Und wir haben dazu einen Input vorbereitet und ein paar Lieder. Und ich ermutige dich aber, schau jetzt nicht einfach nur zu und lass dich berieseln. Mach's dir nicht zu bequem auf der Couch, sondern werd jetzt einfach selbst aktiv. Bevor wir loslegen, würde ich gerne noch mit uns beten. Vater, ich will dir danken, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir dich jetzt hier, wo wir gerade sind, anbeten können und dass wir uns bewusst sein können, dass du da bist. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst für dich, dass du jetzt einkehrst, Heiliger Geist, komm und wirke du jetzt an diesem Ort, in diesem Haus, in dieser Wohnung, wo wir sind. Rühre du Herzen, mach uns offen für dein Wirken. Amen. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen.
willkommen, Jesus. Dein Wille geschehe bei uns. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Der Grundgedanke unseres Glaubens ist, orientiere dich an Gott und nicht an deinen Menschen. Es ist nicht zwangsläufig immer wichtig, dass deine Mitmenschen wissen und gerade mitbekommen, dass du betest. Daher sollten wir uns, wie der Bibelvers sagt, uns einen versteckten Raum, einen einsamen Ort suchen, wo wir mit Gott alleine sind, so wie Jesus es immer tat. Darin sollte auch allein eine Absicht liegen, nämlich die Beziehung zu unserem himmlischen Vater zu stärken und auszubauen. Und er hört uns. Nicht, weil wir so energisch und impulsiv beten, sondern weil uns Jesus Christus am Kreuz freigekauft hat. Und dennoch, keine noch so große Begeisterung für Jesus reicht aus, um das Leben eines Jüngers zu führen, wie sich Jesus das vorgestellt hat. Das bedarf einer intensiven Beziehung zu Jesus Christus. Und diese muss ständig geprüft und ständig bereinigt werden. Und in einer solchen Beziehung kann alles andere in unserem Leben, sei es der Beruf, sei es unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche, es kann alles verwischen. Eins muss klar sein, unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann sollten wir nicht beten, dass Gott ja alle Leiden und alle Schwierigkeiten von uns fernhält. Lieber sollten wir beten, dass uns Gott so beschützt, dass wir trotz Kampf und trotz Schmerzen ja, so unverändert bleiben, dass unsere Beziehung zu Jesus nicht ins Wanken gerät. Denn den Angriffen des Leidens sind wir nun mal immer ausgesetzt. Und wenn Leid eintritt, dann sollten wir beten, dass wir ja, stark bleiben, dass Jesus Christus sich darin verherrlicht und uns und unsere Mitmenschen darin stärkt. Dabei sollten wir uns gewiss sein, was Anbetung bedeutet, nämlich das Beste geben, was wir haben, das Beste für Gott. Also nehmen wir uns doch die Zeit, uns auf ihn zu konzentrieren. Ganz praktisch, wenn wir in unserer Kammer sitzen, dann sollten wir uns bewusst machen, was wir gerade tun, wo wir gerade sind, denn wir sind unter dem liebenden Blick des himmlischen Vaters und er freut sich darauf, unsere Stimme zu hören. Also geben wir ihm das Verfügungsrecht über unser Leben, denn es war immerhin sein Geschenk an uns. Das soll ein bewusster Akt der Anbetung sein. Mose schlug damals sein Zelt zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten auf. Genau da war er mit Gott allein. Und er schlug sein Zelt auf, weil er sich die Zeit nehmen wollte, mit Gott zu reden und ihn anzubeten. Neben allen Gebets- und Glaubensgemeinschaften, die wir haben, die absolut gut sind, ist es wichtig, dass wir immer wieder unser Zelt dort aufschlagen, wo wir mit Jesus allein sind. Also suche diesen Ort. Schlage dein Zelt auf. Und stärke deine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Du hörst Erbarmen und zertrittst an meine Schuld. Du hörst mir auf in deine Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du bist an meine Sünden tief hinab ins Meer. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deine Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last. Es ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden verzeiht und das Unrecht vergibt?
trittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du bist all meine Sünden tief hinab ins Meer. Meine Schuld. Du hörst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deine Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du bist all meine Sünden tief hinab ins Meer. Trost und Barmherzigkeit, von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür.
und lobe den Herrn. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an. Sing mir niemals zuvor, nur für ihn, und bitte den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in den König an. Komm und bitte den König an. Sonne. Lob,
bist in Ewigkeit und ein Augenblick nur eine Stunde Zeit. Du bist Gott, du bist in Ewigkeit und ein Augenblick nur eine Stunde Zeit. Wie meine Stimme lacht wie Wassermassen, meine Arme wie der Ozean weit. Könnte ich dennoch nie Worte fassen, wie groß du bist und deine Freundlichkeit. Wieder fast am Ende des Praise Uniteds angekommen. Wir hoffen, dass wir ganz bald mit euch wieder im großen Stile gemeinsam Gott anbeten können. Über unsere Social Media Kanäle bleibt immer up to date. Schaut unbedingt vorbei. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, und wir freuen uns, dass du das Video bis hierhin angeschaut hast. Hoffentlich hat dir das Format gefallen und du konntest was mitnehmen und ja, du hattest eine gute Begegnung mit Gott. Wir hoffen, dass wir, wie der Martha sagt, bald in Zukunft auch wieder im großen Stile Praise United feiern dürfen und dass du live mit dabei sein kannst vor Ort. Und ja, wenn du uns da finanziell unterstützen möchtest, dann findest du in der Videobeschreibung die Daten von unserem Konto, wo du gern was hinspenden darfst. Und ansonsten haben wir jetzt noch was für euch vorbereitet. Bis bald! Und meine Augen.
Und so hoch der Himmel ist deine Gnade.
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah.